Jetzt, Achtung! So, hallo. Jetzt haben wir den dritten Feierabend, also für mich jetzt nicht ganz, aber für die Mitarbeiter schon. Dieses G-Modell. Da laufen wir jetzt wieder einmal außen rum. Das haben wir schon jetzt gestern und vorgestern auch gemacht und heute machen wir es auch nochmal. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht auch interessant sein könnte, wenn man so sieht, was so passiert am Tag. Kann ich halt nicht weiter zurück. Ein schönes Auto. Würde mir natürlich auch gefallen, hat einen super Motor. Aber der ist, so wie ich die Leute einschätze, sehr, sehr unverkäuflich. Ich glaube, die haben schon einiges mit dem Fahrzeug erlebt. Und deswegen will ich es auch nicht hergeben. Möchten sie es nicht hergeben? Also da machen wir die Rathausschale rein. Das macht auf jeden Fall bei den Autos Sinn. Die Winkelin, die wir da brauchen, die machen wir selber. Die sind jetzt da nicht angebracht, da müssen wir jetzt eine Winkelin dran. Weil da fliegt immer der Dreck hinein, dann rostet die da durch. Also in letzter Zeit verbauen wir auch sehr viele Tankgeber. Den werden wir jetzt mal noch lassen, den ein bisschen abkratzen, ein bisschen einfetten. Die Tankgeber rostet von oben nach unten durch. Also das heißt, wenn Sie so ein Fahrzeug haben, nehmen Sie aus dem Kofferraum das viereckige Deckel da, wo da ist, das ist auch meistens von unten zusammengerostet, vier Schrauben rausmachen und dort danach gucken. Der Tankgeber hat volle Funktion, aber irgendwann rostet er oben ab. Ist auch witzig, gell? Müssen wir eigentlich bei der Wartung immer die Tankgeber von oben entrosten. Jetzt habe ich ihn gerade wieder einen gekauft. Zum Thema Kaufen, da kann ich Ihnen jetzt noch gleich immer aus außen noch schön was anderes zeigen. Also das ist ein Thema daheim und nicht uninteressant. Und die Tankbänder kommen ja da sowieso auch neu rein, die sind auch mal durchgerüstet. Deswegen ist auch der Tank ausgebaut und unterm Tank sind die Rohre immer. Sehen Sie, da sehen Sie das Rohr vom Rahmen. Das ist Dreck und das sind immer rostig, das ist Standardprogramm. Tankausbau ist auch Standardprogramm. So, hallo. Gehen wir nochmal zusammen rüber und schauen nach dem G-Modell, was da in der Zwischenzeit noch passiert ist. Ich glaube, da waren wir schon soweit.
Die Rathäuser sind noch nicht drin. Hinten. Vorne ist das Rathaus, die Rathausinnenschale schön drin. Der bekommt jetzt noch das Kennzeichen hochgelegt. Da liegt sie schon, die linke Seite. Da ist jetzt nicht so viel weiter. So. Doch, der Kohlvögel ist noch näher reingekommen. Ja, jetzt kann er schon wieder schauen da hinten. Eins ums andere. Das machen wir gerade weg. Hier ist schon mal Prima drauf lackiert. Da war er durchgerostet, der ist teilerneuert. Also, dann machen wir jetzt wieder aus. Dankeschön.